Chef, ich kümmere mich darum. Ja, ich werde ihn auseinanderbauen, ja. Ich stehe tatsächlich schon davor. Ich muss gleich mal gucken. Festplatte. Grafikkarte, ja. Ich soll auf jeden Fall noch einen Prozessor mit reinmachen. Alles neu mit rein. Passt. Ich denke, ich werde so, ja. Ich denke, ich werde so 2 bis 3 Stunden dann wieder da sein. Alles klar. Alles hinüber. Okay, ich tue hier erstmal das Ganze hier ein bisschen lockern. Ist ein bisschen komplizierter als der normale Rechner. Das auch nicht, aber es müssen wir auf jeden Fall gleich mal rausbauen. Ich denke, das machen wir dann noch. Das machen wir gleich. Ja. Das Netzteil kann ich jetzt nicht lösen. Aber das Mainboard bleibt ja eh bestehen. Okay, ich denke, jetzt nehmen wir gleich mal mit raus. Rechner komplett neu zusammenbauen. Auseinander drin. Windows rebooten. Frage ist natürlich jetzt, nehme ich eine SSD oder die HDD? Sollte ich dann nochmal den Chef fragen? Die SSD wäre halt schon praktisch, aber ob der Kunde es zahlen wird. Okay. Bauen wir die mal da aus.
dass die rausgehauen hat. Wasserkühlung ist halt auch schon wieder fast leer. Füllen wir sie erstmal auf. Ja. Okay. Ob das jetzt ausgereicht hat, weiß ich nicht. Passt, müssen wir auf jeden Fall auch erneuern. Machen wir es erstmal gleich mal ab. Nicht hängen geblieben. Sehr gut. Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall die Grafikkarte. Lassen wir die drauf. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die Grafikkarte müssen wir auch runter machen. Okay. Das war aber jetzt auch ein komisches Geräusch hier.
sagst. Auf jeden Fall.
setzen und erstmal ins BIOS reingehen. Wenn es stimmt, was mein Chef mir gesagt hat, jemand hat sich hacken lassen und ist auf Spam reingefallen, muss ich es komplett neu aufsetzen. Sehr schön. Und machen wir das jetzt hier. So, Windows XP. Der Serien. Sehr gut. Sehr schön. Funktioniert alles soweit. Gut. Wenn der Installer dann soweit ist, ja, rufen wir ganz kurz meinen Chef. Chef. Ja, ich wäre fast fertig, wenn das jetzt hier problematisch, wenn es hier keine Probleme mehr gibt. Den Overclock im BIOS soll ich auch machen. Okay. Alles klar. Werde ich machen. Sehr gut durch.
Herzanzahl ziehen wir gleich mal hoch von 2,8 auf 3,75. Für die Umwelt ein kleiner Underworld. Sehr gut. So, den Rest muss ich dann da bestätigen. Spannend.